Anfang 2025 soll sie kommen, die elektronische Patientenakte. Mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen werden Zettelwirtschaft und umständlichen Prozeduren der Kampf angesagt. Zumindest in der Theorie. Denn schon beim E-Rezept hat es gehakt. Dazu kommt die Sorge vieler, zum gläsernen Patienten zu werden. Was sagen Datenschützer dazu? Und was bringt uns die elektronische Patientenakte? Das diskutieren wir bei Fakt ist.